Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Ja, ihr seht, wir haben keine Ladung mehr. Es gab wohl eine kleine Kartenänderung oder irgendwas, deswegen wurden wir wieder per Schnellreise an eine Werkstatt versetzt. Das heißt, ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich möglichst Aufträge annehme, die ich auch in der Aufnahmezeit schaffen kann. Wir brauchen jetzt erstmal einen neuen Auftrag. Aufträge. Wir sind Amarillo. 4,99. 3 Stunden. Ja, das würde ich sagen, das machen wir. Das schaffen wir nämlich. Kurz und knapp. Oder haben wir hier irgendwas, was... Das ist mit 12 Stunden wieder zu lang. Mit 26 Stunden viel zu lang. Und dann nehmen wir den mit 3 Stunden erstmal. Als Navi-Ziel einstellen. Und da ist noch ein Händler, glaube ich, ne? Ja, den sollten wir auch noch aufdecken. Da kommen wir hier vorbei. Okay, passt. Dann mal rennen in die gute Stube. Hier muss jetzt irgendwo gleich die Ausfahrt sein. Da ist sie. Tanken. Ja. Wäre vielleicht gar kein Fehler. Wenn wir schon hier sind. Dann machen wir das direkt noch mit. So. Machen wir direkt mit. ...41.000 haben wir, ja, das ist... Jetzt nicht die Welt, aber es ist okay. So, da müssen wir gerade raus. Ich hoffe, der Auftrag, wie viel Fahrzeit haben wir? Na, gucken wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal auf die Straße. Nö, warum? Biege nach rechts ab. Ah, hier ist ein Volvo-Händler. Den nehmen wir natürlich noch mit. Was wir entdeckt haben, haben wir entdeckt, ne? Immer geradeaus. Dafür muss ich hier halt jetzt mal abbiegen. Ah, ich kann hier einfach drehen jetzt. Sehr gut. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neue Route finden. Route neu berechnen. Da ist frei. Das ist gut. Biege nach rechts ab. So. Was haben wir für eine Fahrzeit? 8 Minuten. Okay, das geht voll klar. Das geht absolut klar. Was haben wir für eine Restzeit, bis wir pennen müssen? 13 Stunden. Das geht auch klar. Ja, schade, dass wir den letzten Auftrag verloren haben. Der war, glaube ich, mit über 5 Dollar oder so pro Meile. Das hätte ordentliches Sümmchen gegeben. Aber ja, dann weiß ich da jetzt Bescheid, dass ich da mehr drauf achten muss, dass wir kurze Aufträge machen. Biege nach links ab. Die wir im Idealfall auch abschließen können. Wir sind fertig. So. Aufträge. Auf geht's. Annehmen. Das steht irgendwo da hinten. Hm.
Da ist er. Da ist der Kollege. Dann gucken wir mal, dass wir den mitkriegen. Ja, 1. Im Eurotruck Simulator ist die 1.51 Beta inzwischen auch draußen. Okay, wir fahren los. Ich zeige sie einfach nur deshalb noch nicht, weil wir immer noch die Folgen vom Schweiz-Event abarbeiten. Dürfte aber jetzt nicht mehr ganz lange gehen. Ich glaube, diese Woche noch. Und ich glaube, ein Teil nächster Woche noch. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Dann kann ich euch mal die Neuerungen im Eurotruck Simulator endlich zeigen. Da kam ja, wie gesagt, ein neuer E-LKW hinzu. Den werden wir natürlich mal fahren. Und eben die 1.51 Beta kam da jetzt. Was wir hier im American Truck Simulator schon länger jetzt haben. Aber da meist hinkt der Euro Truck Simulator da tatsächlich einfach auch hinterher ein bisschen. Jetzt, ich glaube, bei der 1.50 kamen sie ziemlich gleichzeitig. Aber sonst eben, wie gesagt, ist er eigentlich immer ein bisschen hinten dran. Was ja auch völlig okay ist. Hier müssen wir rechts abbiegen. Können wir auch gleich machen, sobald grün wird. Ohne grün wird das nix. Ah ja, jetzt geht's weiter. Sehr schön. Biege nach rechts ab. So, wir sollen auf die linke Spur. Machen wir. Ich habe jetzt auch mal gesehen auf YouTube, der neue Mac oder der neue alte Mac soll jetzt demnächst dann auch kommen. Coming soon hat es geheißen. Was ich auch schon gesehen habe, ich werde mir ihn definitiv nicht holen. Was wir mal machen können, ist so einen schnellen Auftrag dann mit dem Mac, wenn wir da einen finden. Ich kann euch auch den Grund sagen, warum. Was ich nämlich gesehen habe, der neue alte Mac, der da kommt, hat wie auch der moderne Mac die Spiegel quasi hier auf Griffhöhe und nicht hier wie hier der Peterbilt vorne an der A-Säule. Und das finde ich hochgradig unpraktisch. Weil hier kann ich jetzt so fahren und ich habe immer den linken Spiegel im Blick. Beim Mac sehe ich in dieser Position den Spiegel nicht mal. Geschweige denn, dass ich im Spiegel was sehen würde. Und das finde ich sehr, 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 sehr unpraktisch. Man muss jedes Mal so machen, Achtung, relativ stark sogar, um im Spiegel was sehen zu können. Das hat mir schon bei dem neuen Mac nicht gefallen und ja. Das ist auch für mich ein absolutes K.O.-Kriterium für den alten Mac. Also der jetzt neu reinkommt. Das ist all so schön ich die finde, aber das sind Sachen, die finde ich unpraktisch. Ist nochmal was anderes, wenn man jetzt mit VR oder sowas spielt. Weil dann kann man mal kurz den Kopf zur Seite drehen und so in den Spiegel gucken. Aber wenn ich hier so mit Maus und Lenkrad und Tastatur spiele, dann ist das einfach nur unpraktisch. Deswegen, wie gesagt, das Einzige, was wir vielleicht mal machen werden, ist einen schnellen Auftrag mit dem, wenn der rauskommt. Coming soon kann natürlich alles Mögliche heißen. Kann sein, dass er nächste Woche kommt. Kann sein, dass er nach dem Release der 1.51 irgendwann kommt oder mit dem Release. Wissen wir nicht. Aber er soll wohl bald kommen. Also er ist kurz vor Fertigstellung. Aber ja, schauen wir mal, ne? Erstmal müssen wir schauen, dass wir die Ladung rechtzeitig hier abliefern. Wie viel Zeit haben wir da eigentlich für?
2 Stunden 41 und 8 Stunden, bis wir abliefern müssen. Ja. Passt. Immer geradeaus. Das passt. Da kommen wir nicht in irgendwelche Zeitnot. Achtung, können wir auch noch schön rangieren. Oh ja, was sollte ich tun? Nicht, dass wir hier nachher Strafe zahlen. Immer geradeaus. Das würde noch fehlen. Taylor. Bitte rechts halten. Taylor ST. Nicht Taylor Swift. Ja, von der hat man ja auch immer viel gelesen zur Zeit oder viel mitgekriegt zur Zeit. Das fand ich eigentlich ganz schön, was die Swifties, wie sie sich ja nennen, die Taylor Swift-Fans, oh, hier muss ich, ja, aus Wien gemacht haben. Oder was auch Wien mit denen gemacht hat, wo ja da die Konzerte abgesagt worden sind. Fand ich eine schöne Geste. Einmal, die Swifties haben sich den Spaß nicht verderben lassen, haben gute Laune verbreitet in der Stadt, gesungen, getanzt, Bändchen getauscht und alles Mögliche. Und Wien selber hat vieles kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn man ein Konzertticket hatte. Also man kam wohl in Museen rein und keine Ahnung was noch alles. Also alle möglichen Sachen wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt von Wien. Fand ich eine sehr schöne Geste. Kam wohl auch gut an. Und ja, insgesamt haben, denke ich, beide Seiten das Beste draus gemacht. Nach der Absage. Schade ist natürlich für die, die das Konzert quasi nur das eine Mal gebucht hatten und dann nicht sehen konnten. Wobei auch im ORF, also im österreichischen Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Free-TV wurde dann am Samstag, glaube ich, auch das Konzert gezeigt. Und es gab irgendwie 6 Tage Disney Plus kostenlos, wo man dann auch das Konzert angucken konnte. Also nicht das Konzert, aber halt eine Aufnahme von einem Konzert. Das fand ich auch sehr schön. Also, ich habe es nicht gesehen. Aber ich fand es eine schöne Geste, muss ich sagen. Das Bestmögliche aus der Situation machen, die sich halt nicht ändern lässt. Hab's auch nur mitgekriegt, weil Freundesbekanntenkreis, welche halt auch in Österreich waren und halt auch immer wieder gepostet haben und berichtet haben. Und man hat natürlich auf Twitter und Threads und überall entsprechend viel mitgekriegt. So, jetzt brauchen wir nur noch grün. Dann können wir auch fahren. Ja, dann machen wir nämlich auch das Beste aus der Situation und fahren los. Ein Bus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, so langsam nähern wir uns ja auch wieder. So ganz langsam nähern wir uns auch wieder dem Jahresende. Erste Weihnachts-Süßkram ist schon wieder in Geschäften zu kriegen. Was ich bei 30 Grad Außentemperatur ein bisschen crazy finde, aber ja. Wer es mag, kann sich es natürlich gerne kaufen. Ich ignoriere es einfach. Und gut ist, kein Grund sich drüber aufzuregen.
Aber ja, im Zuge dessen finde ich, kann man vielleicht auch mal schon mal drüber reden, was denn als Weihnachtsevent hier kommen wird. Mein Halloween-Event wird vorher noch kommen. Und natürlich das Kansas-Event wird vorher noch kommen. Kansas-Event, ja, ich denke mal, Kansas wird kurz nach Release der 1.51, ups, kommen. Und dann natürlich auch zeitgleich das Event von wieder wahrscheinlich 4 Wochen, denke ich. Waren das 4 oder waren das 8 Wochen? Ich weiß es gar nicht. Ja, und dann läuft das ja geradeaus. ziemlich sicher schon mit ins Achtung, Halloween-Event achten Sie rein. auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber das wird wahrscheinlich wieder nur aus paar, also Halloween-Event wird, denke ich, wieder nur aus Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. entsprechenden Trailern, aus entsprechenden Ladungen bestehen, die man halt von A nach B fährt. Mehr wird das nicht sein. Ja, und dann wird, denke ich, wieder Mitte Dezember das Rechts Weihnachtsevent abbiegen starten, und dann rechts wo abbiegen. sie ja letztes Jahr super, super vorgelegt haben. Sie Biege hatten ja nach was rechts Besonderes abbiegen. angekündigt, es kam was Besonderes, für die, die es nicht mitgekriegt haben, die noch nicht so lange bei ATS oder ETS auch dabei sind. Es gab eine extra Weihnachtswelt, zu der man halt durch Portale hier auf der Map kam. Super schön mit Schnee und Weihnachtsdeko und allem Möglichen. Sehr, sehr schön gestaltet. Ich hoffe ja mal, dass sie dieses Jahr die gleiche Welt wieder bringen, aber vergrößert. Also mit einer größeren Map quasi, dass sie jedes Jahr ein bisschen ja, dazu packen. Keine Ahnung, ob sie das vorhaben. Ich hoffe es einfach. Weil jetzt nochmal die gleiche, also nur exakt die gleiche, das wäre, ja, mal nett dann wieder durchzufahren, aber würde dann auch relativ schnell langweilig, glaube ich, weil die war nicht so riesig. Und deswegen fände ich es persönlich schön, wenn sie es halt immer jedes Jahr ein bisschen vergrößern würden. Dann hätte man zumindest ein bisschen Neues. Das fände ich gut. Jedes Jahr eine neue Map, das muss nicht sein. Finde ich. Sondern eher jedes Jahr lieber ein bisschen vergrößern und dann, ja, quasi so eine kleine Parallel-Map aufbauen zum normalen. Das fände ich gut. Gerne auch die Weihnachtsmap mit quasi Art als, ja, vielleicht ein bisschen so Multiplayer Light, Bitte rechts halten. dass man da halt auch andere Fahrer trifft oder halt, dass eine KI dort unterwegs ist. Das war dieses Jahr nicht oder letztes Jahr nicht. Da war man absolut allein unterwegs, außer man hat im Multiplayer gespielt, also hier im Ingame-Multiplayer. Dann war man natürlich zu mehreren da unterwegs, aber das geht ja auch maximal zu 8, glaube ich. Ja, mal schauen, was sie draus machen, ne? Schauen wir mal, was sie daraus machen. 57 Minuten haben wir noch. Ja, das werden wir nicht in der heutigen Folge schaffen. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, ich sag vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal.